Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur 13. Hamburger Klimawoche. Heute live aus Hamburg vom kleinen Tiny House direkt an der Elbe in Finkenwerder. Wir haben uns jetzt heute hier ins Tiny House verkrochen, weil es draußen richtig stürmt und regnet. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei kompetente, tolle Gesprächspartner hier haben. Einmal Tim Laumanns, Revierförster aus Bergedorf. Herzlich willkommen, Tim Laumanns. Und Professor Michael Köhl, Leiter des Instituts für Holzwissenschaften. Und er arbeitet im Bereich Weltforstwirtschaft. Das heißt, wir haben einmal einen Fachmann fürs Globale und einmal einen Fachmann für das Regionale, Lokale. Und wir wollen uns unterhalten über das Thema Wälder und Klimawandel. Kein Wald mehr wie jetzt. Klimawandel verändert die Wälder in der Welt und auch in Bergedorf. Ich habe vor vielen Jahren von Hartmut Krasselmeier gehört, dem ersten Menschen des Weltklimarates, der Deutschland vertreten hat. Übrigens wohnt er seit langem auch hier in Hamburg, dass er gesagt hat, in 50 Jahren, das war vor 20 Jahren, als er das gesagt hat, wird kein Wald mehr dort stehen, wo er heute steht. Tim Laumanns, sind wir jetzt schon an dem Punkt? Nein, das sehe ich grundsätzlich anders. Letztendlich ist durch unsere Landschaft hier die Eiszeit mal gerollt, was im Nachhinein ein Segen ist. Das heißt, wir haben überall Böden, die hervorragend geeignet sind, wo Wald drauf wachsen kann. Und man kann es ja auch ganz klar sehen, überall, wo nicht mehr gemäht oder geackert wird, wächst automatisch immer wieder Wald. Das heißt, wir werden Wald in Zukunft auch wieder immer haben, auch auf den Flächen, die jetzt schon Wald sind, aber halt wahrscheinlich in einer anderen Form und einer anderen Zusammensetzung. Professor Köhl, wie sieht es im internationalen Maßstab aus? Da gibt es ja ein großes Shifting von Wäldern, ist das richtig? Das stimmt. Also wir haben durch den Klimawandel ja Bereiche, die jetzt schon trocken sind, die wahrscheinlich auch in Zukunft Schwierigkeiten haben werden, wo die Wälder eben nicht mehr so unbedingt wachsen können, weil es einfach zu trocken wird. Wir haben aber auch Bereiche, die eigentlich dann eher günstiger werden für das Waldklima, also wo Wälder besser wachsen können. Also die nördlichen Bereiche werden die Gewinner sein. Und wenn wir so in den Bereich Mittelmeer gehen oder in den Süden, dort wird es dann eher für den Wald schwierig werden. Wie wichtig ist denn der Wald für uns Menschen, für unsere Erde? Also wie viel Prozent des Sauerstoffs stellt der Wald her? Also ich weiß, die Ozeane machen 70%, jetzt kommen Sie. Wenn die Ozeane 70% machen, bleiben nur noch 30% für den Wald. Nein, ich kann Ihnen das nicht sagen, wie viel Sauerstoff der Wald produziert. Man kann nur sagen, dass so eine Buche etwa an einem Tag Sauerstoff für mehrere Menschen produziert, die davon atmen können. Und es wird auch eigentlich nicht das Problem sein, dass wir irgendwie Sauerstoffknappheit bekommen, weil unsere Wälder abnehmen. Das wird nicht so sein. Ich weiß nicht, das können Sie vielleicht auch bestätigen. Absolut, ja. Also ich sehe es auch so. Sauerstoff ist letztendlich auch nur eine Funktion, die die Wälder für uns bieten müssen. Wir haben letztendlich ja aber auch noch ganz viele andere, viele Parameter. Also Sauerstoff ist das eine, aber Luftreinhaltung, Kühlung der Städte, die Erholungsfunktion hier in Hamburg, ganz wichtig. Die Bürger streben in die Wälder und das ist auch gut so, bis hin die Nutzungsfunktion, dass es ökologisch und klimatisch für den Klimawandel auch hohen Sinn macht, nachhaltig mit Holz zu arbeiten. Und all diese Funktionen zusammen, das bietet der Wald uns in Summe und das muss er in Zukunft auch leisten. Ja, Biodiversität ist heute das Thema, deswegen wollten wir unbedingt mit Ihnen beiden sprechen. Und Herr Laumanns, Sie haben berichtet, dass es schon unglaublich viele Folgen des Klimawandels auch im Bergedorfer Wald gibt. Vielleicht mögen Sie das mal kurz erläutern, was wir da jetzt schon sehen können. Also ich differenziere das immer so ein bisschen. Es gibt einmal einfach diese riesengroßen Wälder, Fichte, Kiefer, die jetzt großflächig abstirbt. Das sind aber überwiegend uns aufgezwungene Wälder nach dem Krieg, sogenannte Reparationshiebe, die durchgeführt worden sind, oder auch Brennholzhiebe von den Bürgern, die einfach nicht zu heizen hatten. Und damals war es einfach die einzige Variante, diese Wälder in dieser Form wieder aufzuforsten. Das, was jetzt da passiert, ist schlimm, aber jedem Förster war klar, dass diese verloren gegangenen Wälder nach dem Krieg auch wieder umgebaut werden müssen,
Bis dato gab es aber kein Geld für. So, jetzt kommt sozusagen der große Schlag. Plötzlich gibt es auch Geld. Das ist letztendlich auch eine Chance, auch wenn es zuerst mal dramatisch ist. Was ich persönlich viel dramatischer finde, ist, dass es auch altgediente, sogenannte standortgerechte Baumarten, also Buche und Eiche, auch deutlich trifft. Und die haben wir in Bergedorf einfach mehr stehen. Wir haben auch einen sehr alten Wald mit bis zu 500 Jahre alten Eichen. Und da sehe ich ganz deutlich, dass wir also jedes Jahr doch über ein Dutzend Eichen im Alter von 200 und älter verlieren, weil sie trocken werden. Und parallel ist es auch so, dass die Buche langsam anfängt, im Klimawandel zu zeichnen und entsprechend lichte Kronen zeigt und mittelfristig auch anfängt abzusterben. Das haben wir bisher nur an Einzelbäumen, aber in anderen Bundesländern sieht man die Buche dort auch schon flächig sterben. Sind denn Bäume so empfindlich, dass die so intensiv auf den Klimawandel reagieren? Naja, es ist ein Lebewesen, das sie unter Stress setzen. Und das schon über sehr, sehr lange Zeit. Und irgendwann akkumuliert sich Stress und Schäden. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Wir haben ja momentan eine Holzknappheit in Deutschland. Holz, die Preise schießen ja durch die Decke. Hat es damit schon zu tun, dass der Klimawandel bei uns angreift? Oder wo kommt das her? Nein, ein klares Nein. Also erst einmal wächst in den deutschen Wäldern mehr Holz zu, als wir überhaupt einschlagen, deutlich mehr. Das Problem ist der Holzknappheit, das ist so ein bisschen weitergreifend, also über die Hälfte der Wälder in Deutschland sind auch Privatwälder. Das sind Menschen, die davon teilweise oder auch in Gänze leben. Und die haben riesige Flächen verloren momentan durch den Borkenkäfer oder Stürme. Und da ist so viel Holz angefallen, dass es teilweise von den deutschen Sägewerken gar nicht mehr aufgearbeitet werden konnte. Und parallel gab es einen unwahrscheinlichen Bauboom in den USA und China, die unglaubliche Preise bezahlt haben, sodass viele private Waldeigentümer dann aus rein monetären Gründen auch dazu kommen mussten, das Holz, das sie jetzt zwangsläufig verloren haben, zumindest noch zu besten Geldern zu vermarkten. Volkswirtschaftlich ist das natürlich eine Katastrophe. Dem einzelnen Waldbesitzer kann man es aber nicht unbedingt ankreiden. Und wie sieht die internationale Perspektive aus, Professor Michael Köhl? Naja, wir hatten ja die Situation in Deutschland gehabt, dass unsere Holzpreise eigentlich nicht nur gestiegen sind, weil wir in Deutschland einen höheren Holzbedarf hatten. Das kam zum Beispiel durch den Do-it-yourself-Bereich während der Corona-Krise, als die Leute eben nichts mehr machen konnten und nicht in Urlaub fahren konnten. Da haben also sehr viele dann wirklich im Garten oder im Haus irgendetwas angebaut, gebastelt und damit hatten wir also dort einen etwas höheren Holzverbrauch. Die eigentliche Preissteigerung kam aus den USA. Dort sind die Holzpreise eigentlich explodiert. Holz ist ja dort das wesentliche Bauelement für den Privathausbau. Und diese Preise sind voll auf den deutschen Markt durchgeschlagen, weil Holz eine international gehandelte Ware ist. Das heißt, wir können also nicht mehr Deutschland irgendwie abschotten und dann so ein bisschen Angebot und Nachfrage in unseren Grenzen sehen. Wir haben einen ganz klaren Holzexport zum Beispiel auch nach China. Das war aber auch in der Krise, die wir hatten durch die Trockenheiten, wo wir eben enorme Mengen an Schadholz hatten, auch so ein bisschen ein Ventil. Also wir exportieren so im Jahr normalerweise 200.000 Kubikmeter Holz nach China, Nadelholz, und das waren dann 2 Millionen Kubikmeter. Und damit konnte also einiges dieses Schadholzes, was wir hier nicht absetzen konnten, das konnte im Prinzip exportiert werden und hat so ein bisschen Druck vom Markt genommen. Das ist spannend, das wusste ich nicht, dass wir Holz nach China exportieren. Wir exportieren enorm viel Holz und vor allen Dingen relativ viel Buchenholz. Das ist ja so, wenn Sie Holz sehen, das Holzangebot. Wir haben etwa 60% Nadelholz, was auf so den Markt kommt. Das sind so etwa die Zahlen. 40% Laubholz und für viele Verwendungszwecke brauchen sie einfach Nadelholz. Also zum Beispiel im ganzen Konstruktionsbereich, Dachstühle etc. Die werden alle aus Nadelholz gebaut, weil zum Beispiel Buche oder Eiche viel zu schwer wäre. Und Buche oder Eiche nimmt man, das sehen Sie auch hier, das nimmt man zum Beispiel für den Innenausbau, für Möbel und so weiter. Und dieses Nadelholz wird eben hauptsächlich für Konstruktionsholz verwendet. Und wenn wir also jetzt hingehen und unsere Wälder umbauen, wenn wir also mehr Laubholz in die Wälder bringen, dann müssen wir auch sehen, dass wir damit die Holzverwendung natürlich irgendwie auch entsprechend anpassen müssen und schauen müssen, was wir eigentlich an Produkten, die wir heute aus Nadelholz herstellen, in Zukunft vielleicht aus Laubholz
herstellen. Tim Laumanns, ich will immer zurück in den Bergedorfer Wald. Wenn ich jetzt da so durchgehe, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es da Schäden durch den Klimawandel gibt, das ist ja unser Thema. Wie kann denn der Normalwaldbesucher diese Schäden heute erkennen? Oder vielleicht können Sie uns da so einen kleinen, wie soll ich sagen, Waldlehrgang mitgeben für diejenigen, die jetzt am Wochenende in den Wald gehen, woran man das sehen kann. Also es zu sehen für den Laien ist relativ schwierig, weil das einfach Prozesse sind, die über ganz, ganz viele Jahre ablaufen und man das eigentlich erst merkt, wenn man sozusagen täglich im Wald ist und bewusst das wahrnimmt. Was aber viele Menschen mit Sicherheit entdecken werden, ist, dass wenn sie heute in alte Buchen- oder Eichenkronen hineinschauen, dass sie dort in der Regel durchschauen können, dass sie auf der anderen Seite irgendwo blauen Himmel durchblitzen sehen. Und die Generationen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die werden sich erinnern können aus ihrer Kindheit, dass die Eichen und Buchen eine kompakte, kugelige, dichte Krone hatten. Und da kann man eigentlich sehr gut ablesen, wie die Bäume doch in ihrer Krone auf den Klimawandel zeichnen. Dann sind es natürlich einzeln absterbende Bäume, was aber nicht sozusagen immer dramatisch sein muss. Also Totholz ist ja auch etwas, was unbedingt in den Wald gehört und hochbiologisch ist und dort hochwertige Funktion hat. Aber es ist schon so der Gesamtzustand der lichten Kronen, wo es eigentlich auch für den Laien am deutlichsten wird. So viel zum Thema Holz. Es gibt ja im Wald auch viele Organismen, die dort leben. Und der Klimawandel hat ja auch großen Einfluss beispielsweise hier auf die Schädlinge im alten Land. In der Apfelernte habe ich gehört, dass manche nun statt einen Zyklus zwei Zyklen durchlaufen können, weil es eben wärmer wird. Wie sieht es aus mit Schädlingen wie Borkenkäfer und diesem dieser Spinnenraupe, die da gerade in Eichenwäldern gefährlich zu sein scheint? Gibt es da auch eine Veränderung durch den Klimawandel? Und wenn ja, welche? Also ich würde zunächst einmal den Begriff des Schädlings komplett rausnehmen. Sowohl der Eichenprozessionsspinner als auch der Borkenkäfer ist ein Element in der gesamten Kette des Waldes und der gehört da auch rein. Das ist ganz wichtig, dass der Borkenkäfer jetzt so eine Potenz aufnehmen kann, liegt ja daran, dass diese nach dem Krieg aufgezwungenen Monokulturen da sind, wo entsprechende Vermehrungsraten jetzt möglich sind. Wenn Sie den Borkenkäfer aus diesen sehr warmen Monokulturen rausnehmen und packen ihn in einen Mischwald, wo die Fichte auch steht und unterständig steht die Buche, die aber die Temperatur entsprechend absenkt, ist der Borkenkäfer plötzlich überhaupt kein Thema mehr, bis auf die Bäume, die vielleicht sowieso schon sehr schwach sind. Das heißt also, der Borkenkäfer ist sozusagen auch der kleine Förster, der so ein bisschen sozusagen für die Differenzierung des Waldes sorgt. Und auch wenn der Eichenprozessionsspinner für einige Menschen sehr, sehr schwierig ist, auch der ist ein Element des Waldes und ist auch Teil einer Nahrungskette, wo er auch durchaus eine wichtige Funktion hat. Deshalb würde ich von Schädlingen nicht reden, sondern wenn die Struktur des Waldes passt, dann spielt das alles zusammen und zwar positiv. Dann haben Sie eine mega Aufgabe vor sich, jetzt aus diesen alten Monokulturen einen richtigen Wald in Bergedorf zu generieren. Wie weit sind Sie auf diesem Weg schon gekommen und macht da die Stadt mit? Ist es ja ein städtischer Forst, wenn ich richtig informiert bin? Ja, also zum einen haben wir einmal ein Riesenglück. Wir haben mit dem Bergedorfer Gehölz einen von nur zwei Altwaldstandorten in Hamburg, das heißt nachweislich über 500 Jahre Wald. Das heißt, das sind also ganz standortgerechte Wälder mit uralten Eichen und Buchen. Da treten diese Probleme natürlich überhaupt nicht auf. Aber auch wir haben diese Nachkriegsaufforstung. Zum Glück keine Fichte. Das heißt, mit Borkenkäfer haben wir in Bergedorf aktuell keine großen Probleme. Wir haben aber Nachkriegsaufforstung in Kiefer. Und da fangen wir jetzt an, diese mit klimaflexiblen Baumarten zu unterbauen, dass für die Zukunft dort dann ein deutlich stabilerer Wald, der auch ein höheres Potenzial an CO2-Speicherung hat, dann erwachsen kann. Wichtig ist natürlich, auch das ist schwer wahrzunehmen, wir reden über Zeiträume von 100 Jahren. Das werden wir alle nicht mehr miterleben dürfen, aber ein Kollege von mir sagt es letztens so schön auch im Fernsehen, ich bin ein gläubiger Mensch und alle sind eingeladen, mit mir gemeinsam in 100 Jahren rüber zu fliegen und dann gucken wir uns das mal an und ich bin der festen Überzeugung, da stehen tolle Wälder.
Herr Lommens, was ist denn ein klimaflexibler Baum? Klimaflexible Baumarten, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Da wird relativ viel dran geforscht. Es gibt aber sehr altgediente klimaflexible Baumarten, die einfach bewiesen haben, dass sie mit höheren Temperaturen und Trockenheit besser klarkommen als das, was bisher da ist. Da ist zu nennen die Esskastanie zum Beispiel, die die Römer schon mitgebracht haben. Die Kirsche, die Roteiche, die Nussarten. Dann wird vielleicht sowas kommen wie die Pflaumeneiche aus dem Mittelmeerraum. So wie Professor Köhl schon sagte, wir müssen aber auch gucken, dass wir weiterhin auch für den Bau Nadelholz haben. Küstentanne, Douglasien sind Baumarten, die das auch sehr gut mitmachen. Wichtig ist dann, wir sind keine Landwirtschaft. Wir können nicht irgendwas probieren und dann im nächsten Jahr es neu machen. Wir müssen uns sicher sein, dass diese Baumarten das auch wirklich mitmachen. Und deshalb sind das die Baumarten, die ich gerade nannte. Das sind Baumarten, die schon über 100, 200 oder auch 800 Jahre in den entsprechenden klimatischen Bereichen gezeigt haben, dass sie das können. Was dann noch neu kommt, da wird gerade viel geforscht, aber die müssen erstmal über lange Strecke dann auch beweisen, dass sie wirklich klimaflexibel sind. Das war das richtige Stichwort, um wieder zur Forschung zurückzukehren. Professor Michael Köhl hier aus Hamburg vom Institut für Forstwirtschaft. Sie beschäftigen sich mit Weltforstwirtschaft und das ist ja ein schwerwiegender Begriff. Und es gibt da ja auch ganz viele Ideen, die immer wieder regelmäßig in den Medien auch reproduziert werden, dass es ja vielleicht wichtig wäre, das ist ein Vorschlag, der auch, glaube ich, aus dem Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg gekommen war, um dem Klimawandel zu begegnen, dass man beispielsweise die Wüsten mit Bäumen bepflanzt. Mhm. Ist das eine Spinnerei oder wird das bald Realität? Ja, das Problem ist, dass ein Baum ja verschiedene Wachstumsfaktoren braucht. Er braucht also Licht, er braucht Wasser, er braucht Wärme und er braucht Nährstoffe. Und in der Wüste haben wir zwar Licht und Wärme, aber wir haben keine Nährstoffe und kein Wasser. Also von daher wird es relativ schwierig sein, zum Beispiel die Sahara zu begrünen. Was Klimamodellierer machen ist, im Modell, im Computer können sie ja relativ leicht irgendwo Wald hinpacken. Die haben das mal gemacht und haben einfach die Sahara mal praktisch im Modell begrünt und dann gesehen, was das für Auswirkungen hat auf die zum Beispiel Klimaausprägung im Mittelmeerraum. Das ist schon interessant, aber ich glaube, so in naher Zukunft werden wir das nicht erleben, dass wir in der Sahara tatsächlich oder in Wüsten tatsächlich Wälder haben. Eher das Gegenteil, die Wüsten werden zunehmen und wir werden damit eben weniger Wälder haben. Die Wälder der Welt sind möglicherweise sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben ja, glaube ich, hier in der Region oder in Europa überhaupt viele Fehler mit dem Wald gemacht in der Vergangenheit. Wir haben viele Schiffe gebaut und am Ende ist nichts mehr übrig geblieben. In Lüneburg haben wir Salz damit gekocht. Ja. In welchem Zusammenhang werden Sie angesprochen mit Klimawandel, Forstwirtschaft und so weiter? Könnte das eine Lösung sein? Und wenn ja, wie? Ja. Wo sind Sie da eingebunden? Ja, wir haben unterschiedliche Forschungsprojekte. Also vor allen Dingen kümmern wir uns um den Walderhalt in den Tropen und versuchen dort eben Programme, Behandlungsmethoden durchzusetzen, die eigentlich den Wald schonen und schützen. Das Problem ist aber, dass ein wesentlicher Aspekt, wo Wälder eben eine negative Wirkung für den Klimawandel haben, ist ja die Waldzerstörung und die Entwaldung. Also so etwa, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, zwischen 15% und 18% der jährlichen CO2-Emissionen kommen aus der globalen Entwaldung, wo eben einfach Wald gerodet wird und an diesen Stellen dann ja, Viehzucht betrieben wird oder Ackerbau betrieben wird. Und da geht es darum, diesen Waldverlust zu vermeiden, um damit eben diese enormen Emissionen zu verhindern. Also die Vereinten Nationen bzw. das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat ja vor wenigen Jahren dieses TEEB-Programm aufgelegt und die haben gesagt, also die Wälder werden eine Schlüsselrolle einnehmen bei der Bewältigung des Klimawandels. Was können wir, was tragen Sie dazu bei?
Es ist so, wenn Sie einen Naturwald nehmen, den Tropen, da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass man diesen Wald erhält. Denn so eine wirklich zusätzliche CO2-Bindung geschieht durch diese Naturwälder nicht. Da ist so der Aufbau von Biomasse und damit die Kohlenstoffbindung und der Abbau durch Mortalität, also damit die Freisetzung von Kohlenstoff, das hält sich in etwa die Waage. Was wir machen müssen, ist vor allen Dingen Wälder anzulegen, die relativ stark wachsen, also relativ viel Holz produzieren, weil sie damit auch sehr viel CO2 aufnehmen. Und damit wird im Prinzip das CO2 zunächst mal aus der Atmosphäre rausgefiltert. Jetzt hat aber so ein Baum, Herr Laumanns hat es schon so erwähnt, natürlich ist ein Lebewesen. Das heißt, irgendwann stirbt jeder Baum und dann wird dieses Holz, was im Baum akkumuliert ist, wieder zersetzt und damit der Kohlenstoff auch wieder freigesetzt in die Atmosphäre. Und daher kommt es darauf an, was man mit dem Holz macht. Wenn man also einen Wald hat, der sehr stark wächst, der also sehr viel CO2 bindet, dann kann man das Holz ja ernten und zum Beispiel, wie Sie hier in dem Tisch, der hier vorne steht, sieht, da ist ja das Holz enthält ja noch den Kohlenstoff. Das heißt, wir können also schauen, dass wir das geerntete Holz in langfristige Holzprodukte reinnehmen und damit eben dieser Kohlenstoff erhalten bleibt. Und vielleicht mögen Sie mal so ein, zwei Beispiele nennen, wo Sie in Projekten involviert sind, wo man gerade versucht, mit Wäldern das Klima zu retten. Ja, also was wir versuchen ist, zum Beispiel bei der Nutzung von Tropenwäldern, Methoden zu entwickeln, wo wir die Wälder nicht degradieren. Sehr oft herrscht ja in den Ländern relativ wenig Kenntnisse darüber, wie die Bäume überhaupt wachsen. Das heißt, wenn eingeschlagen wird, also wenn Holz geerntet wird, geht man in der Regel hin und nimmt viel zu viel Holz raus. Und ganz entscheidend ist, wenn Sie in den Tropenwald gehen und den nutzen, dann denkt man, steht alles voller Holz. Aber das sind eigentlich immer nur so ein bis zwei Bäume, die Sie pro Hektar ernten können, weil die anderen oder viele Baumarten überhaupt nicht verwendbar sind, weil die Holzeigenschaften nicht stimmen, weil das Holz schlecht aussieht. Es gibt auch Bäume, die entwickeln einen relativ negativen Geruch, wenn man sie erntet. All das führt dazu, dass man nur ganz wenige Bäume nutzen kann. Und die muss man rausholen und dafür wird eben mit Maschinen in den Wald gefahren, die zerstören dann noch andere Bäume und damit ist diese Holzmenge, die im Prinzip zerstört wird, ohne dass das Holz genutzt wird, sehr hoch. Und da versuchen wir eben den Leuten zu zeigen, wie sie schonen, wenn sie schon ernten müssen, schonender ernten können, aber auch wie viel Holz sie überhaupt rausnehmen können, damit der Wald noch nachhaltig wachsen kann. Was wir nicht, wo wir keinen Einfluss haben, ist, und das ist eigentlich der größte Teil, ist die Waldzerstörung durch Landwirtschaft. Also so etwa 80% der Entwaldung kann man zurückführen auf landwirtschaftliche Nutzung. Wald wird in landwirtschaftliche Nutzung überführt. Und es gibt eine ganz interessante Studie des WWF, die besagt, dass wir als Europäer etwa für 17% der globalen Waldzerstörung verantwortlich sind, also damit einen ganz entscheidenden Beitrag leisten zur Verschlechterung des Klimas, weil wir ja die Produkte, die dann dort angebaut werden, eben verwenden. Herr Laumanns, läuft es richtig im Bergedorfer Forst, was Herr Köhl gerade angedeutet hat mit der Nachhaltigkeit? Kriegen Sie das dort abgebildet, also wenig Holz rausholen, klimaverträgliche Bäume nachpflanzen? Also erstmal muss man ganz klar sagen, der Begriff der Nachhaltigkeit ist bitte ein ureigener forstlicher Fachbegriff. Der stammt aus 1624, Herr von Carlowitz. Und seitdem ist das sozusagen die DNA der deutschen Forstwirtschaft. Und wir sind da eigentlich das globale Beispiel dafür. Die deutsche Forstwirtschaft ist nachhaltig. Es wächst mehr Holz zu, als in Deutschland eingeschlagen wird. Das erstmal so vorausgeschickt. Und für die Wälder in Bergedorf müssen wir ganz klar formulieren, diese Nutzungsfunktion, die steht ganz klar hinten an. Wir sind Wälder, die in die Stadt eingewoben sind. Wir sind dafür da, primär das Thema Erholungsfunktion zu bieten. Wir haben elementare Funktionen im Thema Staubfilter in der Stadt, Emissionsschutz. Dann das Thema Temperatur. Die Wälder senken die Temperatur in der Stadt deutlich. Das sind Funktionen, die wir mit unserer Pflege primär unterstützen müssen und entsprechend formen müssen. Und das Holz, das dabei anfällt, das wird dann möglichst nachhaltig genutzt.
Aber dass wir diese Nutzungsfunktion so vorausstellen, das ist für uns nicht. Aber Nachhaltigkeit ist nicht nur das Stichwort für die Försterei Bergedorf, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit für die gesamte Forst in Deutschland und ist übrigens auch ganz klar in den Forstgesetzen so geschrieben und wird auch entsprechend kontrolliert. Die Waldzerstörung global muss abnehmen. Wir müssen dem Wald dort, wo er leidet, helfen. Das heißt, wir müssen eingreifen, den Wald verbessern. Und wir müssen dort, wo es geht, neue Flächen aufforsten und neue Wälder anlegen. Das sind im Prinzip die Dinge, die wir von der Waldseite her machen können. Wenn wir aber an Wald denken, also wir ziehen ja den Kohlenstoff durch das Holz, durch das Wachstum aus der Atmosphäre, dann müssen wir, wenn wir das Holz ernten, diesen Kohlenstoff auch noch irgendwie weiter speichern, sei es als Möbel. Herr Laumanns hatte schon gesagt, wenn Sie zum Beispiel so einen Fensterrahmen, wie er hier ist, sehen, den könnten Sie auch aus Aluminium machen, dann würden Sie aber 20 Mal so viel CO2 in der Produktionskette emittieren. Und daher müssen wir das Holz eben auch sehr schlau einsetzen, denn dann können wir auch sehr viele Emissionen vermeiden. Herr Laumanns, was wünschen Sie sich für die Zukunft des Bergedorfer Waldes? Ja, ich sag mal so, am Klima kann man jetzt erstmal kurzfristig nichts machen. Das müssen wir Förster so hinnehmen, wie es ist. Das macht ja auch einen gewissen Reiz aus. Also auch bei Sturm können wir nicht rauslaufen und die Bäume festhalten. Wir müssen das so nehmen, wie es kommt. Was ich mir fürs Bergedorfer Gehölz wünsche, das geht eigentlich mehr so ein bisschen an die Bürger, dass man den Wald in der Gesamtheit seiner Funktion wahrnimmt. Das Problem gegenüber dem Wald ist, dass viele Menschen mit einer sehr selektiven Meinung und Anspruchshaltung in den Wald kommen. Und der Wald bildet aber viel mehr ab. Ich will zwei Beispiele nennen. Die einen wollen absolute Ökologie im Wald, die natürlich total wichtig ist und dafür ist der Wald auch da. Und genau diametral anders gibt es eine Gruppe, die den maximalen Freizeitwert aus dem Wald ziehen möchte, mit individuellen Sportarten. Auch das ist eine Funktion, die der Wald bieten muss. Das sind nur zwei jetzt und viele Funktionen kollidieren auch. Und die Kunst ist es, und das muss uns auch allen klar sein, der Wald muss alle diese Funktionen liefern. Und jeder darf sozusagen den Wald im Rahmen der Möglichkeiten nutzen, aber man darf es auch nicht überstrapazieren. Und man muss auch akzeptieren, dass der Wald auch andere Funktionen hat, die für uns als Menschen sehr, sehr wichtig sind. Mögen Sie uns am Ende noch einen Besuchertipp oder Besucherin-Tipp geben für den Bergedorfer Forst? Gibt es irgendwas, was man dort wirklich gesehen haben muss? Jeden Fall. Also der Bergedorfer Forst, der erstreckt sich ja über viele Waldteile. Aber besuchen Sie bitte das Bergedorfer Gehölz. Es ist wirklich einer von nur zwei Altwaldstandorten in Hamburg. Über 500 Jahre Wald, fantastische alte, riesengroße Eichen, ursprüngliche Wälder. Da kann man wirklich einen tollen, altgewachsenen Wald sehen und vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass es auch in Zukunft so ausschaut. Herr Köhl, wir leben in einer Zeit des Klimawandels. Was muss jetzt passieren, damit wir die Wälder retten? Sie sind ja an vorderster Front akademisch dabei, dafür zu kämpfen. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt der nächste oder was sind die nächsten Schritte, die dringend passieren müssen? Ja, ich glaube, die praktische Forstwirtschaft geht schon in die richtige Richtung. Sie versuchen eben, die Wälder klimastabiler, klimaresistenter zu machen. Und Herr Laumanns hat schon eine ganze Palette von Möglichkeiten ja aufgezeigt, dass man eben klimaangepasste Wälder erzeugt, indem man zum Beispiel auch Baumarten einführt, die besser an die neuen Klimabedingungen angepasst sind. Wälder würden sich auch natürlich an neues Klima anpassen, nur läuft der Klimawandel so schnell ab, dass die Bäume einfach nicht die Zeit haben. Das heißt, wir müssen ihnen helfen und ich glaube, unsere Wälder sind bei den Förstern eigentlich schon in guten Händen und wir haben es am Anfang gesagt, in 100 Jahren, ich glaube, wir sind beide der Meinung, da wird es noch Wald geben, auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können. Das war doch ein wunderschönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese ansprechende Diskussion mit Ihnen über den Wald im Lokalen und global. Herzlichen Dank an Dirk Laumanns, Revierförster in Bergedorf, und Professor Michael Köhl, Leiter des Instituts für Holzwissenschaften an der Universität Hamburg und da speziell zuständig für Forstwirtschaft. Herzlichen Dank an Sie beide und einen schönen Nachmittag noch und Ihnen viel Spaß bei den weiteren Vorträgen der Hamburger Klimawoche.